Zunächst aber werfen wir einen Blick nach Straßburg. Dort debattiert zur Stunde das Europaparlament. Mein Kollege Marc Steinhäuser ist vor Ort. Marc, es geht ums Geld. Die Halbzeitüberprüfung des mehrjährigen Finanzrahmens steht an. Über welchen Umfang sprechen wir hier denn? Wir sprechen über eine ganze Menge Geld, Tina Dauster. Es geht um 10 Milliarden Euro mehr für den EU-Haushalt in den kommenden 3 Jahren. Da wird vor allen Dingen darauf verwiesen, auch von Seiten der EU-Kommission und von vielen Parlamentarierinnen und Parlamentariern, dass eben mehr Geld benötigt werde zur Inflationsbekämpfung, zur Bekämpfung auch immer noch der Folgen der Corona-Pandemie, der Folgen des Ukraine-Kriegs und auch um die Migrationspolitik auch besser durchsetzen zu können. Also es wird eine ganze Reihe aufgelistet, um eben zu rechtfertigen, dass die EU mehr Geld von den Mitgliedstaaten haben möchte. Und die Debatte dazu, die war durchaus lebhaft. Und da wird auch im Laufe des Tages heute eine Abstimmung erwartet. Und es könnte auch gut sein, dass das dann so kommt, dass auch Deutschland am Ende dann mehr Geld zahlen werden wird für die EU. Sie haben gesagt, also eine lebhafte Debatte. Wo verlaufen denn so die unterschiedlichen Positionen, wie viel für was ausgegeben werden soll? Es ist so, dass natürlich einige Fraktionen hier den Fokus auf ihre Themen legen, auf ihre Schwerpunkte auch verweisen, etwa auf den Klimaschutz und sagen, dass eben die Investitionen in bestimmte Bereiche besonders wichtig seien. Andere betonten eher die Investitionen in etwa die Grenzschutz der EU. Also da sieht man so ein bisschen, wo die Gelder hingehen sollen, wer sich da auch was vorstellen kann. Und dann gab es auch sehr grundsätzliche Äußerungen etwa zur Frage, was ist eigentlich mit möglichen Geldern für Ungarn, die ja auch wegen möglichen Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit der EU gekürzt werden sollten. Werden diese Kürzungen aufrechterhalten, damit Ungarn jetzt dieser Erhöhung des EU-Etats zustimmt oder nicht? Das sind so einige der Kontroversen hier. Aber es gibt auch durchaus noch tagesaktuelle Dinge, die das Parlament hier berät. Unter anderem wird sich Roberta Metsola, die Parlamentspräsidentin, auch hier äußern. Und zwar in diesen Minuten hören wir zu der Flüchtlingsproblematik. Genau. So. We come now to the 10-year commemoration since the tragedy of Wir gedenken Lampedusa. Der Tragödie von Lampedusa. 10 Jahre sind verstrichen. Genau 10 Jahre sind verstrichen seit dem Schiffbruch. Das war die Tragödie, die das Leben von mehr als 360 Menschen gefordert hat. Die betrübliche Wahrheit ist, dass diese Schiffskatastrophe leider nicht nur ein separater Fall war. Das Mittelmeergrab hat das Leben von tausenden Menschen, Männern, Frauen, Kindern, mehr gefordert seitdem. Die jüngsten Ereignisse auf der Insel Lampedusa und in anderen Nachbarstaaten sind uns eine Gemahnung, dass Migration die Herausforderung unserer Generation ist. Europa muss fair und menschlich gegenüber denen handeln, die Zuflucht suchen. Europa muss hart durchgreifen gegenüber denjenigen, die dafür nicht in Frage kommen. Und wir müssen streng sein gegenüber kriminellen Netzwerken, die die Vulnerablen immer noch ausbeuten. Ungefähr ein halbes Jahr vor dem Ende der Legislaturperiode brauchen wir eine Einigung zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat über den Asyl- und Migrationspakt. Vor Ende der Legislaturperiode, wir werden über die Dringlichkeit der Verabschiedung dieses Paketes morgen hier im Plenarsaal sprechen. Das Engagement der Europäischen Kommission, einen Ausweg zu finden, bleibt unerschüttert. Aufgrund all derer, die ihr Leben verloren haben, aufgrund all der Opfer der Ausbeutung im Namen aller jener Familien, die niemals wieder zusammengeführt werden, das Europäische Parlament gedenkt ihrer. We now move as agreed yesterday. Wie gestern besprochen, gibt es eine Runde der Fraktionsredner EVP. Salvatore De Meo. Grazie, Presidente. Oggi è il giorno del ricordo, ma
anche della riflessione. La tragedia umana di Lampedusa e gli oltre 28.000 migranti morti e dispersi. La tragedia di Lampedusa, wir denken auch an die 28.000 oder mehr, die im Mittelmeer gestorben sind in den letzten 10 Jahren. Es ist ein Konflikt, den niemand außer Acht lassen darf. Ist das Wort Solidarität, das wird hier missbräuchlich verwendet. Es ist eine Solidarität, die schlecht zur Anwendung gebracht wird. Und jetzt ziehen sich einige zurück und andere hingegen mit die Krise ganz alleine meistern. Das ist eine strukturelle Krise. Europa und die USA müssen hier eine Afrika-Strategie entwickeln, um bessere Bedingungen zu schaffen. Immigrationsmechanismen legaler Art mit humanitären Korridoren müssen geschaffen werden. Und wir müssen ohne Unterhalt die Menschenschleuser bekämpfen, denn die riskieren Leben. Und wir dürfen jetzt nicht die Fehler wieder begehen. Dieser Tag hat eine ganz besondere Bedeutung. Es gibt aber viele polemische Diskussionen. Heute ist nicht die Gelegenheit, sich dagegen auszusprechen. Es ist vielmehr ein Tag des Gedenkens, des Schmerzes. Und gerade dieser Schmerz sollte der Ausgangspunkt sein, um wirklich gemeinsame Kraft zu finden. Do la parola adesso a Pietro Bartolo per il gruppo SND. Pietro Bartolo für die S&D-Fraktion. Colleghi. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es sind 10 Jahre vergangen seit jener schrecklichen Nacht. Man hört immer noch die Schreie der Überlebenden und das Weinen derjenigen, die ihre Liebsten verloren haben während dieser Überfahrt. Und wir denken auch immer noch an diese endlose Kette von Särgen. 368, ich war dabei, ich habe die Körper, die Leichen gesehen und ich habe sie auch untersucht, einen wie den anderen. Es war eigentlich so, dass man gedacht hat, angesichts dieser Verzweiflung würde man nun das Blatt wenden können und könnte entsprechend vorgehen und das Ganze verwalten, richtig managen, statt einfach nur Notmaßnahmen zu schaffen. Aber nun sind 10 Jahre der Gleichgültigkeit vergangen, des Verschiebens, vor allen Dingen weitere Jahre der Tragödien auf dem Meere. Wir sprechen von Grenzen, die wir verteidigen wollen, als wollten wir Feinde stoppen oder als ob wir uns im Krieg befänden. Frauen, Männer, Kinder sterben auch weiterhin, aber Achtung, gemeinsam mit diesen Menschen sterben auch die Gründungswerte der Europäischen Union, die doch geschaffen wurde, um die Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen. Wir müssen jetzt endlich einen Gangwechsel einlegen und uns entscheiden, wo wir stehen. Das ist unsere Verantwortung. Vielen Dank, Herrn Bartolo. Jetzt für die Renew, Nicola Danti. Grazie Presidente, cari colleghi. Vielen Dank, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen. Wir gedenken heute eines schrecklichen Ereignisses. Das war eines der ersten einer langen Serie, die immer noch weitergeht. 10 Jahre nach dieser Tragödie. Was hat sich jetzt geändert? Wir sehen noch die Strände, die Bilder vor uns mit den Leichen. Vor ein paar Monaten haben wir es auch noch miterlebt. Aber die Ereignisse ändern sich nicht. Politik hat sich ebenfalls auch nicht geändert. Und wir haben immer wieder diese Bilder gesehen. Die haben uns wirklich zum Weinen gebracht. Der kleine Alan Kurdi mit dem roten T-Shirt auf dem Strand. Und das sind ja diese Toten, die im Meer ertrunken und gestorben sind. Aber trotzdem unser Bewusstsein. Wir sind immer noch nicht aufgerüttelt. Und die Geschichte zeigt uns, man kann sich an das Schlechte gewöhnen. Und wo bleibt die Menschlichkeit? Das ist doch das, was wir alle erleben. Wir sollten hier in diesem hohen Hause an die Geschichte, an die Zivilisation, an die Humanität zurückdenken. Das ist die Verantwortung, die wir heute zu schultern haben. Aber wir verharren uns in politischer Polemik, in denken gar nicht mehr an die Tragödien im Mittelmeer. Vor 10 Jahren in der Nähe von Sizilien. Und jetzt werden damit unsere Werte und unsere Bürgerschaft mit Füßen getreten. Das Wort hat Eric Marquardt im Namen der Grünen. Ja, Frau Präsidentin, das Unglück von Lampedusa jährt sich zum 10. Mal. Binnen weniger Tage sind damals 600 Menschen ums Leben gekommen. Männer, Frauen und Kinder, bei denen dann später herauskam, dass sie zu großen Teilen in Libyen gefoltert und vergewaltigt wurden. Die Frage ist, wo stehen wir jetzt, 10 Jahre nach diesem schrecklichen Unglück? Inzwischen sind seitdem 28.000 Menschen ertrunken
Und statt der Seenotrettung im Mittelmeer finanzieren wir Milizen in Libyen, die selbst in Schlepperei verwickelt sind. Wir finanzieren, dass möglichst viele derjenigen, die jetzt gefoltert, vergewaltigt und teilweise versklavt werden, nicht mehr aus diesen Situationen fliehen können. Und diejenigen, die dann angesichts dieses tausendfachen Todes helfen wollen, werden kriminalisiert und diffamiert. Dabei zeigen viele Studien, dass nicht sie der Grund dafür sind, dass Menschen sich auf den Weg machen, sondern sie sind der Grund dafür, dass weniger Menschen ertrinken. Frau Präsidentin, als wir 2012 den Friedensnobelpreis erhielten, da hat das Nobelpreiskomitee gesagt, die Europäische Union hat aus einem Kontinent des Krieges einen Kontinent des Friedens gemacht. Und ich glaube, wir müssen nun aufpassen, dass wir aus diesem Kontinent nicht einen Kontinent machen, der einen Krieg gegen Schutzsuchende führt. Ich glaube, im Umgang mit den Schwächsten zeigt sich, wie stark Europa wirklich ist. Vielen Dank. I give the floor and do la parola adesso per il gruppo. Ich gebe das Wort jetzt für die EKR-Fraktion, Herr Procaccini. Danke, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Petro, es ist dir sicher nicht entgangen, dass diese Aussprache dank unserer stattfindet, die wir für deinen Antrag gestimmt haben. Sonst hätte diese Aussprache nämlich nicht stattgefunden. Das haben wir auch gemacht, um zu zeigen, wie am 3. Oktober 2013 unter Führung der italienischen Regierung der Europäischen Kommission es Männer des Partito Democratico und des Sozialistischen Partei gegeben hatte, dann wäre es nicht geschehen. Also im Gegensatz zu der Tragödie von Kutro möchte ich sagen, dass wir nicht spekulieren mit solchen Tragödien. Aber ich möchte sagen, die einzige Art und Weise, dass wir es verhindern können, dass sich solche Tragödien ständig wiederholen, wie die, an die wir jetzt denken, die einzige Methode ist, dass wir eben dass das Abreisen von Migranten verhindern. Denn dass auch die meisten, die sich da auf den Weg begeben, haben kein Recht auf internationalen Schutz und müssen rückgeführt werden. Das heißt, sie riskieren ihr Leben umsonst. Wir ehren das Gedenken an diejenigen, die vor Lampedusa ertrunken sind, mit den entsprechenden Emotionen, aber auch mit Aufrichtigkeit. Denn sonst ist es eine weitere verpasste Gelegenheit. Danke. Vielen Dank, Herr Procaccini. Jetzt kommt für die ID-Fraktion Annalisa Tardini. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Es ist so, dass in diesem Hohen Hause auch diese Tragödie ist instrumentalisiert wird. Vor 10 Jahren sind 348 Migranten gestorben. Und es wird da in den Medien was Ganzes aufgebaut. Das hört sich alles so wunderschön an, aber es ist pure Heuchlerei. Und es wird dahinter verschleiert, dass es große internationale Geschäfte gibt und kriminelle Machenschaften. Und Europa versucht, das zu verbergen. Nach 10 Jahren ist jetzt nichts getan worden, um weitere Tote zu verhindern, sondern im Gegenteil, mit dieser unterlassenen Komplizenschaft ist das Mittelmeer zum größten Friedhof Europa geworden. Und eine Minute reicht da jetzt nicht aus, um an eine derartige Tragödie zu erinnern. Wenn man wirklich was Gutes machen will, dann sollte man den Menschen zu einem besseren Leben in der Heimat helfen. Denn wenn die Leute abreißen, kann man nicht dazu beitragen, dass Tote verhindert werden. Und Lampedusa muss wirklich voll zu Europa gehören, kann nicht der Ort sein, an dem man unser europäisches Herz nicht will. Danke. Im Namen der Linken erhält jetzt Frau Ernst das Wort. 10 Jahre nach dem furchtbaren Unglück vor Lampedusa hat sich nichts geändert. Bis heute sind weitere 28.500 Menschen im Mittelmeer gestorben. Gestorben an Achtlosigkeit, Rassismus. Gestorben in den Fluten an Dehydrierung, brutalen Pushbacks, ausgeführt von Mitgliedstaaten und geduldet von der Kommission. Rat und Kommission haben in den letzten 10 Jahren wirklich alles getan, um Asyl und Migration zu kriminalisieren und wollen jetzt per Gesetz gewissermaßen das individuelle Recht auf Asyl zum Teufel jagen. Damit liefern sie Geflüchtete an Faschisten und Rechtspopulisten aus und werden zu Helfershelfern bei der Zerstörung der Demokratie hier mitten in Europa. Wir als Linke werden niemals aufhören, gegen eine solche Politik anzukämpfen und uns mit allen verbünden, die die Menschenrechte verteidigen.
Wir müssen unser Europa vor der Rückkehr zu Menschenverachtung und blinden Nationalismus retten, um unserer selbst willen. Danke, Ms. Ernst. Danke, Frau Ernst. Damit ist die einmalige Rednergruppe abgeschlossen. Ich habe einen Antrag zur Geschäftsordnung und eine Mitteilung. Heute ist auch. Ja, tatsächlich ist es eine Erinnerung hier gewesen, ein Gedenken im EU-Parlament in Straßburg an das erste große Bootsunglück auf dem Mittelmeer vor Lampedusa vor 10 Jahren, auf den Tag genau. Seitdem, das haben auch einige andere Abgeordnete gerade erwähnt, haben sich ja auch viele weitere dramatische Unglücke ereignet. Allein in diesem Jahr gab es ja mehr als 2000 Tote im Mittelmeer. Also ein Thema, was seit 10 Jahren die EU beschäftigt und was auch seit 10 Jahren die Parlamentarierinnen und Parlamentarier umtreibt, soweit, dass ja auch in diesen Tagen hier wieder sehr über die Asyl- und Migrationsfragen gestritten werden wird. Heute das Gedenken, morgen dann eine intensive Debatte zu Asyl und Migration, die wir hier in Straßburg erwarten. Ja, morgen wird es ja auch noch mal um eine Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems gehen. Ein Teilaspekt dieser Reform ist die sogenannte Krisenverordnung. Gegen diese hatte Deutschland letzte Woche seine Blockade aufgegeben, nachdem Änderungen ausgehandelt wurden. Ist denn dieser Kompromiss, auf den man sich jetzt hinsichtlich der Krisenverordnung verständigt hat, aus Sicht der Abgeordneten des EU-Parlaments hinreichend, ausreichend hinsichtlich der Einhaltung der Schutzstandards der Geflüchteten? Das ist er nicht. Und interessanterweise ist es so, dass die Machtworte des Bundeskanzlers Olaf Scholz, dass man eben jetzt nicht im Wege stehe als Deutschland für diese Krisenverordnung zur Migration, dass diese Machtworte hier bei den Ampelparlamentariern noch nicht so wirklich angekommen zu sein scheinen. Denn es gibt hier Abgeordnete etwa aus der SPD und auch von den Grünen. Einen haben wir auch gerade gehört hier bei dieser Gedenkveranstaltung, Erik Marquardt. Es gibt hier Abgeordnete, die das eben durchaus anders sehen und die mehr Schutzstandards wollen, auch für diese Krisenverordnung. Und dazu muss man eben sagen, dass das Parlament auch das schon festgesetzt hat und schon einen Beschluss zur Krisenverordnung gefasst hat. Man hätte gerne mehr Schutz für unter 12-jährige geflüchtete Minderjährige, dass die eben nicht abgewiesen werden an den EU-Außengrenzen. Und man möchte auch die Dauer dieser, ja, manche nennen es Inhaftierung, andere nennen es Festsetzung an den EU-Außengrenzen auf maximal 12 Wochen begrenzen. Das sind alles hier Wünsche des EU-Parlaments, mit denen man jetzt in den Austausch geht, mit den Innenministern auf EU-Ebene, mit auch Nancy Faeser und eben dann auch mit der EU-Kommission. Und was dabei am Ende rauskommt an Asyl- und Migrationspaket, das ist eben noch offen. Vielen Dank, Marc Steinhäuser, für diese Informationen aus Straßburg. Das Thema Migration auf EU-Ebene morgen auch wieder Thema ab 8:30 Uhr.